Herzlich willkommen zum Abgrund-Dungeon Prevesa von Orea, welches man betreten kann, nachdem man Ayras Auge erledigt hat und nachdem man mindestens 1325 ist. 1340 wird aber hierbei empfohlen, da ihr unter Itemstufe 1340 einen Debuff erhaltet, wo ihr ungefähr das Doppelte an Schaden bekommt und jeder vierte Angriff ungefähr wird von euch geblockt. Deswegen geht dort bitte erst rein, wenn ihr mindestens 1340 seid. Oder ihr seid ein Supporter, dann müsst ihr natürlich nicht angreifen, müsst aber nur auf eure Lebenspunkte darauf achten. Kommen wir zum ersten Boss. Eine der Mechaniken, die immer mal wieder passiert, ist, dass er einen Totem beschwört und damit einen Angriffsbuff bekommt. Zerstört dieses Totem. Der Spieler, der dieses Totem zerstört hat, wird, wie man jetzt unten sieht, eingefroren und muss von anderen Spielern befreit werden, da er ansonsten einen Flächenschaden unter sich bekommt und stirbt. Es gibt auch Fake-Totems, wie jetzt oben rechts zu sehen. Diese könnt ihr entweder stehen lassen oder auch zerstören. Die haben keinen Einfluss. Man erkennt die Fake-Totems daran, dass sie nicht eingefärbt sind. Die sind alles in einer Farbe. Kommen wir zur Hauptattacke. Sieht man daran, dass er seine Waffe in den Boden stammt und rückwärts fliegt. Dabei ist die ganze Arena am Brennen und nur bei ihm ist es sicher. Die brennende Arena macht, je länger man drinnen steht, macht sie umso mehr Schaden. Hauptattacke dieses Ganzen ist, dass er einen Wirbel macht. Daran zu erkennen, dass er seine Waffe so wie jetzt kurzzeitig nach oben schwingt und dann wirbelt. Trifft er zu viele Leute, macht er einen Schlag auf den Boden und alle sind tot. Achtet da wirklich genau drauf. Wenn ihr erstmal drinnen steht und ihr habt keinen Sprung, ist es auch verdammt schwer, hier wieder rauszukommen. Auch dann sind die meisten nämlich schon tot. Am besten, wie gesagt, den Sprung aufheben, mit einem beherzten Sprung rausgehen. Wenn er zu wenig Leute trifft, macht er auch den Schlag am Ende nicht. Es gibt noch einen zweiten Wirbel, welcher er mit einer roten Fläche ankündigt. Dabei macht er aber keinen Schlag am Ende. Zwischendurch kann man wieder die ganze Arena betreten und später geht er wieder in diese Phase rein, wo man nur wieder bei ihm stehen kann. Hier gibt es keinen Wirbel, sondern eine Art Pizzastücke. Diesen kann man relativ einfach ausweichen. Diese machen nicht besonders großen Schaden. Das Ganze beachtet, kloppt ihn runter und damit geht es weiter zu dem zweiten Boss, zu Albion. Bevor wir aber zu Albion gehen, sollte jeder eine Position festlegen, die braucht man für später. Merkt euch diese, kommen wir gleich zu. Albion hat zwei Formen. In diesem Fall ist es die Blitzform. Welche Form ihr am Anfang bekommt, ist komplett zufällig. Bei der Blitzform ist hauptsächlich zu beachten, dass ihr nicht vor ihm stehen solltet. Albion macht die ein oder andere normale Attacke, im Prinzip geradeaus nach vorne, so wie diese hier. Wenn ihr von dieser getroffen werdet, erhaltet ihr relativ viel Schaden, wenn es euch nicht so auch sonst tötet. Die Hauptmechanik dieser Form ist, dass er nach oben springt und überall kommt ein wenig Flächenschaden und von außen kommen gleichzeitig ein paar Kugeln. Wenn euch diese Kugeln treffen, seid ihr paralysiert. Ihr könnt euch einige Zeit nicht bewegen. Es gibt kurz danach eine Safe Zone. Diese müssen alle vier Spieler erreichen. Schaffen sie es nicht, sind sie tot. Und ja, es müssen wirklich alle vier Spieler das Ganze erreichen. Wenn am Anfang nur drei Spieler leben, könnt ihr das Ganze auch sofort neu beginnen, weil egal, ob jetzt auch alle drei Spieler das ganze Ding erreichen, es müssen vier Spieler dort drinnen sein. Die zweite Form ist die Sandsturmform. Auch sehr einfach zu erkennen, an seinem Sandsturm halt. Die Form ist dadurch ausgeprägt, dass sie relativ viele Flächenschaden macht, den man auch eigentlich relativ einfach ausweichen kann. Einfach gesagt, ein bisschen Übung. Die Hauptmechanik dieser Form ist eine sogenannte Merkform. Dabei sind alle Spieler in der Mitte, weil außerhalb gibt es Schaden. Und man muss sich drei Positionen merken, beziehungsweise im Hardmode 4. 1, 2, 3. In dem Fall jetzt unten war die Safe Zone, danach war sie in der Mitte und danach war sie oben. Diese läuft man einfach nacheinander ab. Es geht relativ schnell, aber mit ein bisschen Übung ist das auch machbar. Das Ganze passiert einmal und damit geht es auch weiter. Formunabhängig und meistens am Anfang ist der Taumelncheck. Schafft er diesen, wechselt er in seine jeweils andere Form. Schafft er diesen nicht, bleibt er in seiner Form und bekommt einen Angriffsbuff, welcher sich alle paar Sekunden hochsteckt. Ebenfalls formunabhängig ist der Clown, welcher auf einen Spieler zurennt. Dieser erkennt das an einem Fadenkreuz über sich. Zerstört diesen Clown, bevor er diesen Spieler erreicht, da er ansonsten explodiert und kurzzeitig eure Sicht einschränkt. Passiert dies, ist nicht so schlimm, ist nur ganz kurz. Kommen wir zur Sternmechanik, welche auf 12 Lebensbalken beginnt. Dazu geht nun jeder auf die Position, welche am Anfang ausgemacht wurde.
Auf Albions Rücken wird nun ein Stern angezeigt mit entweder 4, 6 oder 8 Zacken. Die Spieler müssen sich nun in das dazugehörige Feld stellen, um immun gegen die Angriffe zu werden, da sie sonst sterben. Das Ganze passiert dreimal, wobei auch alle drei Sternvarianten genommen werden. Habt ihr also so wie hier bereits 4 und 6 Sterne gehabt, kann nur noch der 8er Stern kommen. Beachtet, dass jedes Sternfeld nur 4-mal vorkommt und ihr somit auch ein wenig laufen müsst und eure Position dabei verlassen müsst. Wenn ihr ein Feld neben euch seht, wo ein Spieler reingehört, pinkt es am besten an. Danach geht Albion in den Rage-Modus und nutzt seine normalen Attacken aus beiden Formen. Dies Ganze passiert auch noch mit einer deutlich erhöhten Angriffsgeschwindigkeit, passt also hier relativ gut auf, es wird echt unübersichtlich teilweise. Aber es ist auch machbar. Das Ganze beachtet und geschafft, haut ihn runter und damit habt ihr den Dungeon erledigt und ja, ihr bekommt ordentlich dick Gold und mit Glück auch noch ein Buch, was in einer Aktion ausgelost wird. Das war's soweit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut gerne in die Videobeschreibung. Da sind auch noch die anderen Guides verlinkt. Und wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss!